Das Kunsthistorische Museum in Wien verwahrt eine der weltweit bedeutendsten Tapisseriesammlungen. In früheren Zeiten sind solche textilen Wandbehänge aus erlesenen Seiden- und Wollfäden hergestellt worden. Oft hat man, um ihren Glanz und ihren Wert zu steigern, auch Gold- und Silberfäden für ihre Herstellung verwendet. Wenn solche Wandbehänge, solche Tapisserien ausgestellt waren, haben sie ohne Zweifel die Macht und die Würde ihrer Besitzer repräsentiert. Die Raffaelschen Entwürfe sind sicher die populärsten, die es jemals in der Tapisseriekunst gegeben hat. Sie werden über die Jahrhunderte bis zu 50 Mal kopiert und sie haben im Oeuvre anderer Künstler wirklich Spuren hinterlassen. Raffael bricht mit der Tradition der flämischen Tapisserie, die, man darf sich das so vorstellen, sehr kleinteilig strukturiert ist, sehr komplexe Bildinhalte hat. Er entscheidet sich dazu, sehr klare Kompositionen zu kreieren, wo nur wenige Akteure den Bildinhalt dem Betrachter vermitteln. Sie sind fast lebensgroß, sie sind idealisiert und sie agieren in perspektivisch überzeugenden Landschaften und Architekturen. Und da seine Entwürfe in Brüssel in das textile Medium überführt werden, ist es tatsächlich so, dass die dort ansässigen Entwurfszeichner für Tapisserien sich maßgeblich beeindruckt zeigen und die Innovation Raffaels aufgreifen. Diesen Spuren ausgehend von den Raffaelschen Entwürfen gehen wir in der Ausstellung nach. Wir konzentrieren uns auf die erste Hälfte des 16. Jahrhunderts und zeigen, wie Raffael Barend van Orley, Pieter Kucke van Aalst oder auch Michael Kuksi beeinflusst hat. Und eine Serie möchte ich sehr gerne noch erwähnen. Es ist eine Serie mit Darstellung der sieben Todsünden nach Entwürfen des Pieter Kucke van Aalst, die das letzte Mal in den 1980er Jahren überhaupt in Wien ausgestellt war, komplett. Wir können immerhin 5 Objekte dieser Serie zeigen in einem Raum. Und dargestellt sind Personifikationen der sieben Todsünden auf Triumphwagen. Und ich kann Ihnen versprechen, dass es im wahrsten Sinne des Wortes ein triumphaler Umzug ist, der sich hier vor den Augen des Betrachters darstellt. Ja, sind Tapisserien in früheren Zeiten nur zu besonderen Anlässen gezeigt worden und haben den Glanz dieses Mediums präsentiert, haben besondere Kulissen geschaffen für bestimmte Besucher, für erlesene Gäste. So haben auch wir uns dieses Jahr dazu entschieden, eine ganz besondere Kulisse für unsere Museumsbesucher zu gestalten. Und ich glaube, Sie sollten sich dieses Fest nicht entgehen lassen.